Ford macht auf Aston Martin. Mit der Vorstellung des neuen Mondeo zeigen die Kölner, dass sie beim Design einen Blick nach Gaydon riskiert haben. Der große Kühlerschlund und die schlitzförmigen Scheinwerfer erinnern an die Sportwagenmanufaktur aus England. Unterm Blech zeigt sich der Mondeo jedoch als Weltauto. Seine Architektur teilt er sich mit allen anderen Mittelklasse-Modellen des Konzerns. Außerdem ist er in Höhe und Breite im Gegensatz zum Vorgänger geschrumpft und ausschließlich in die Länge gewachsen. Unterm Blech sorgt eine Vielfalt an Motoren für Vortrieb. Zwei Benziner und zwei Diesel stehen zur Auswahl. Zusätzlich soll Ende 2013 der 1-Liter-Dreizylinder-EcoBoost-Motor in der Mittelklasse Einzug halten. Er leistet 120 PS und stemmt 170 Newtonmeter auf den Asphalt. Ebenso in Planung ein Mondeo Hybrid. Hier werkelt ein 2-Liter Benziner im System mit einem 48 kW starken E-Motor. Die Ausbeute? 180 PS Systemleistung und rein elektrisches Fahren bis 75 Stundenkilometer. 2013 steht der neue Mondeo dann beim Händler.